Ich renne! Und damit herzlich willkommen, ihr steckt aus dem Schufter zum neuen Horror Let's Play. Ich bin euer RicoDP und ich würde sagen, viel gibt es dazu nicht zu sagen. Wir spielen Dead Space, das erste, weil viele gesagt haben, der 3er ist nicht so gruselig und spiel mal den 1er, da ist viel mehr zum Gruseln. Und ich habe mir gedacht, okay, schaue ich ihn mir mal an. Ich habe ihn angetestet mit meiner Freundin, weil ich bin ja immer so mit Horror, rest schon. Nicht so ganz nervlich. Ich hoffe, man sieht mich halbwegs gut. Ich werde heute mit Joystick spielen. Ich habe es kurz angetestet, wirklich ganz kurz. Und ich muss sagen, es ist immer noch hammergeil, das Dead Space Spiel. Und ja, ich bin gespannt, was uns erwarten wird, das Let's Play, weil wir sind mit Alice durch und ich habe mir gedacht, jetzt starten wir mal wieder was mit Horror und Facecam. Und ich würde sagen, hau mal rein, oder? Und ihr kennt mich ja, immer die mittlere Stufe. Einfach ist zu leicht. Das ist nicht unsere Liga. Und soweit ich gehört habe, soll Dead Space 1 ein mega Horror-Game gewesen sein, aber die anderen Teile wurden dann immer lascher und lappig, sage ich jetzt mal. Und ich kann dazu eigentlich nicht viel sagen, ehrlich gesagt, weil ich fand Dead Space 3 echt geil und Grusel war auch gut da. Elektra präsentiert eine Redman Shooter Production. Dead Space. Was? Also Clark, ja. Isaac. Ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Es ist kaum zu glauben, was hier vor sich geht. Ist schon seltsam. So ein kleines Ding. Okay. Wie oft hast du dir das schon angesehen? Sie scheint dir wirklich zu fehlen. Keine Sorge, wir sind fast da und sobald wir an Bord sind, kannst du sicher nach ihr sehen. Hört sich an, als hättet ihr eine Menge nachzuholen. Okay, wir sind da. Orbit wird synchronisiert. Der ganze Ärger wegen dem Felsbrocken. Der Abbau von Rohstoffen im All ist ein lukratives Geschäft, Miss Daniels. Glaubt man den Experten, gibt es auf Aegis 7 massig Gold, Kobalt, Silizium, Osmium. Und wo ist sie jetzt? Ah da, wir haben Sichtkontakt. Das ist also die Ishimura. Ishimura, ah, davon habe ich gehört. USG Ishimura, das größte Abbauschiff seiner Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Warum ist denn alles dunkel? Man sieht nicht ein einziges Licht. Corporal, bringen Sie uns weiter rein und rufen Sie sie. Passen Sie auf das Trümmerfeld auf. Wir sind hier, um Ihr Schiff zu reparieren, nicht unseres. USG Ishimura. Hier spricht das Notfallteam der USG Kalyan in Antwort auf Ihren Notruf. Bitte kommen, Ishimura. Sie müssen das Signal verstärken wegen des Energieproblems. Ja, wissen wir. Signal verstärken. Noch mehr. Ich habe noch nie von einem kompletten Kommunikationsausfall auf einem der Dinger gehört. Bei 1000 Leuten an Bord müsste doch irgendjemand sein Handy nehmen und... Was ist das? Klingt ein defektes Array, wie wir erwartet haben. Ich tippe auf ein Problem mit dem Encoder. Bringen Sie uns da runter, dann kümmere ich mich mit Isaac darum. Dürfte nicht länger dauern als 48 Stunden. Ich will nicht. Sie haben die Lady gehört. Bringen Sie uns rein, mal sehen, was wir tun können. Wie gesagt, ich habe nur kurz reingeschaut. Ich weiß noch gar nichts. Automatisches Undock-Manöver eingeleitet. Verfluchte Scheiße. Sir, die Undock-Pro... Was ist los? Wir sind ab vom Kurs. Wir haben in die Hülle. Fahren Sie die Schilde hoch. Ihr Traktorstrahl ist defekt. Schalten Sie sofort auf manuell um. Im Magnetfeld sind Sie irre. Sofort abbrechen! Nein!
Wir können es reinschaffen. Corporal, das war ein Befehl. Sofort abbrechen. Das Feld ist zu stark. Oh. Okay. Typisch Frau, die haben immer gleich was dagegen. Nichts gegen euch Frauen, sorry. Nicht alle sind so. Nicht alle, okay. Aber... Ihr wisst Bescheid. Zum Henker haben sie sich dabei gedacht, wollten sie uns alle umbringen? Ich hab soeben ihren Arsch gerettet, Miss Daniels. Hätten wir das Manöver bei der Distanz abgebrochen, wären wir direkt in die Ishimura gekracht. Kommen Sie also wieder runter und dann an die Arbeit. Corporal, erstatten Sie Bericht. Ja, der Portbooster reagiert nicht. Und wir haben den Autopiloten mitsamt Kommunikation verloren. Der schmale Dauer. Organisieren wir uns noch ein paar Helfer im Besatzungsraum. Aber die Grafik ist für Spiel. Still, Isaac. Ich synchronisiere gerade alle Rigs mit dem Schiff. Oh, die AP-Leiste. Okay, fertig. Alle sind topfit. Also, wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Es geht los. Jo. Yes, sir. Let's go to the party. Yeah. Okay. Aufgabe hinzugefügt. Okay, wir sind mitten im Game nun. Jetzt beginnt der Spaß. Aha, mit dem Joystick kann ich mich bewegen. Umsehen kann ich mich mit dem anderen Joystick und rennen kann ich. Und, mit was kann ich rennen? Ah, okay. Ah! Sie haben nicht die Verbindung zum Portbooster verloren, Sie haben den Portbooster verloren. Oh, wie? Ist das jetzt mein Headset oder das Video? Ich schätze, hier ist nirgendwo mehr Saft. Isaac, gehen Sie darüber und hacken Sie die Türsteuerung. Okay. Kümmern wir uns um die Arbeit und achten nicht auf defekte Dinger. Okay, schalten, benutzen, Türen öffnen mit A. Das war klar, wie immer. Freigeschalten, verschlossen. Das wissen wir auch noch. Aber was ist das hier? Ah, schade. Also die hier können wir öffnen, die dann nicht. Gut, zwei Beispiele sind dargestellt. Wieso haben die alle eine Waffe und ich nicht? Gute Frage, oder? Aufgabe erfüllt. Oh, schön. Ich bin echt froh, wieder Dead Space zu spielen, weil das Dead Space 3, das ich gezockt habe, war einfach der Hammer. Also mal ganz im Ernst, ich hatte echt viel Spaß. Vor allem mit dem Waffenbauen, kombinieren, upgraden, Sachen reinbombern und. Sieht aus, als wären sie ziemlich in Eile gewesen. Hier drin sollte Sicherheitspersonal sein. Ja, sollte, ist aber nicht. Hier ist keine Menschenseele, ich empfange keinerlei Signale. Die Sicherheitskonsole ist noch aktiv. Isaac, loggen Sie sich ein und sehen Sie nach, was Sie finden kann. Kendra, okay. Sie bringen den Aufzug wieder zum Laufen. Geht nicht. Wir haben keinen Saft. Dann leiten Sie die verdammte Energie um. Sie, wenn wir alle zusammenarbeiten, kommen wir schneller hinter diese Sache. Kommen Sie, Isaac. Wir bringen das Computerdisplay online. Sir, darf ich etwas sagen? Okay, Kartenbildschirm. Okay. Lokalisieren, Kartenbildschirm, Aufgabebildschirm mit Y. Oh, und dann rüber. Ah, Kartenbildschirm, Missionsziele. Ja, wie immer. Aber ja, die Tür ist zu. Ich hoffe einfach mal, das hier ist Suppe. Das ist ausgeschüttete Suppe. Dreck. Der überall. Es ist Dreck, es ist eine Suppe. Irgendjemand hat einfach was verschüttet. Okay? Machen wir weiter. Wir müssen uns hier einhängen. Easy. Das sieht nicht gut aus. Ohne Finger. Sie ist ganz schön ramponiert.
Das Monorail-System ist offline. Wird schwierig, sich hier zu bewegen. Die Luft scheint wieder zu zirkulieren. Wäre ja mal ein Anfang. Okay. Oh! Das... Was zum Teufel war das denn? Warum die automatische Quarantäne muss ausgelöst worden sein, als das Filtersystem wieder angesprungen ist. Also ganz locker bleiben. Ich mag Spaß. Was war das? Haben Sie das gehört? Ich bin mir nicht sicher. Was zum Teufel? Scheiße, irgendwas ist hier mit uns im Raum. Oh mein... Shit! Machen Sie das Ding alle! Kämpfer, Energie! Kämpfer! Komm schon. Komm schon, ja! Alter, verschwinden Sie da! Die Türen Was? Sind offen, weg hier! Was? Huh? Was? Ich renne! Ah! Geh zu! Da war gerade was. Da war gerade was. Genau hinter mir. Geh weg! Oh mein Gott! Geh bitte! Weg! Ich hätte gerne eine Waffe. Wirklich! Es wäre eine Freude. Hör auf! Hör auf! Was? Hallo? Cut aus. Alter, hört auf! Ich wollte mich mal beruhigen! Ich hab die Waffe. Ziehen, schießen, nachladen. Okay. Stark, Aufstand. Okay, funktioniert. Der ist tot, der bleibt auch tot. Steht fest. Ja, der ist tot. Erstmal ein bisschen abreagieren an Leichen ist normal. Boxen. Okay. Zeug zum Aufsammeln, wie immer. Ganz... Der kommt von irgendwo da. Das ist irgendein Mensch. Alter, ich bin voll angespannt und durch mit den Nerven jetzt schon. Aber hey, wir haben eine Waffe, das... Yes, was? Bingo! Oh mein! Nein! Stopp! Das zum Glück weiß ich noch. Wir müssen den Viechern immer schön die Teile abschießen. Sowas wie Kopf, Füße, Hände. Lieber auf Nummer. Sicher. Ist okay. Ich bin nicht angespannt. Nein. Er ist auf jeden Fall tot. Okay, jetzt wissen wir, wer geschrien hat. Der schreit nicht mehr. Hallo? Oh, hallo, bitte lasst mich. Nicht, dass da wieder jemand davor steht. Ein Gesundheitspack. Oh, ich wurde eh angehauen ein bisschen, ey. Das war echt scheiße eigentlich von mir. Ich bin ja eigentlich geübt in den Scheißspielen. Da komme ich jetzt nicht hin.
Ah, ich kann das Ziel auch verändern. Ah, nice. Da liegt auch was. Ich bin total angespannt. Alle mal herhören. Sie benutzen die Lüftungsschächte. So bewegen Sie sich durch das Schiff. Bleibt weg von den... Achtung! Zurück! Zurück! Okay, Lüftungsschächte... wissen wir auch noch. Isaac? Isaac! Ja? Ich kann nicht glauben, dass du es geschafft hast. Isaac? Da war noch mehr auf dem Weg hierher. Sind sie okay? Mehr was? Was zum Henker sind das für Dinger? Ist das die Crew? Schreien Sie nicht so. Was immer es ist, die sind nicht zum Plaudern hier. Und die Hälfte der Türen ist wegen der Quarantäne verriegelt. Wir müssen jetzt zur Brücke, aber dafür müssen wir erst das Monorail-System reparieren. Sie sind doch irre, Hammond. Sie werden uns alle umbringen. Wenn Sie auf mich hören, werde ich Sie hier rausbringen. Also, was ist jetzt mit der Monorail? Die Platine ist durchgeschmort, aber im Wartungssektor sollten wir Ersatz finden. Der Tunnel wird außerdem von einer defekten Monorail blockiert, die repariert werden muss. Mist, alles ist auf der anderen Seite der Quarantäne. Wir kommen nicht hin. Nein, wir nicht. Aber Sie, Isaac, wenn ich auf der Brücke bin, sollte ich Zugriff auf die Personalakten haben. Nein! Reparieren Sie die Monorail, dann helfen Sie, Nico zu finden. Nein! Hallo, werde ich auch mal gefragt, das ist... Toll. Toll. Ich würde auch gern mal gefragt werden, ob ich eventuell drauf Lust hätte, gegen fleischfressende Monster, die mir den Kopf abreißen wollen, zu kämpfen, töten. Na, versteht ihr. Aber... wieso sollte ich gefragt werden? Warum? Was ist das? Oh, Speicherstand. Dann speichern wir gleich mal den über. Dann ist das nämlich unser Let's Play-Stand. Das ist dann ganz nice. Okay, ich hätte jetzt schon keinen Bock mehr, Leute. Bitte. Ich weiß, ich muss ja gehen. Es hilft ja nichts. Gelootet haben wir alles. Looten ist toll. Halt auf irgendwelche Monorail-Tunnel. Ja, ich geh mal, ne? Looten. Immer schön. Looten. Ich frag mich ja, wo ich dieses Platinium herkrieg. Ich glaube nicht, dass der tot ist. Und ich hatte verdammt nochmal recht. Deep Space, ohne Scheiß. Dieses verdammte Kackspiel. Ich kenne diese Kacktricks noch. Oh, ich stelle mich mal tot. Vielleicht läuft über mich ein Freshie. Nicht mit mir. Ich bin vorsichtig. Hier spricht Benson von der Monorail-Technik. Wir haben was rausgefunden. Smith hat einen umgelegt. Es hat keinen Zweck, auf ihren Körper zu schießen. Ihr müsst die Gliedmaßen abschneiden. Schnappt euch einen Cutter oder sowas und dann zerlegt sie. Gliedmaßenschein. Wartungs. Okay. Kommen wir nicht rein. Gliedmaßen abschneiden, das wissen wir auch noch. Wie gesagt, Deep Space 3 war ja vorher drin. Aber es hat mich jetzt schon das Spiel. Es hat definitiv mehr Jumpscare-Effekte, aber dieses Spiel. Ich liebe es. Es
es ist gruselig. Ich geb's zu, es ist gruseliger als Dead Space 3. Jetzt schon. Es hat auch mehr Jumpscare-Effekte, aber... Seien Sie vorsichtig, Isaac. Es bringt nichts, wenn Sie auf die Körper schießen. Ziehen Sie auf die Gliedmaßen, zerstückeln Sie sie. Das sollte funktionieren. Das hat... Man hat, um Gegner schneller zu töten, zerstückeln Sie Gegner, um sie zu verlangsamen. Ich weiß, das haben mir gerade irgendwelche in so einer Aufnahme gesagt. Darf ich wieder weiterreden? Dankeschön. Safety first. Ja. Es klingt und sieht zumindest sehr friedlich aus, ne? Eigentlich nicht, aber... Bitte lasst mich leben. Oh, okay. Ein neuer Modul. Zielmodus. Zielmodus. Schießen mit X und Start im Back. Ah, das ist geil. Hier kann man Statik-Packs einfügen. Die Tür scheint nicht zu funktionieren, Isaac. Versuch mal das Stase-Modul, das du gerade aufgerufen hast. Hab ich dort? Hab ich? Ich hab gar kein Statik. Ah, vielleicht? Nee, auch nicht. Okay. Dann... Erstmal die Leichen zertreten, ja manchmal Drops. Halt die Schnauze und lass mich in Ruhe. So. Happily, Fakafla. Fliegende Köpfe, ganz natürlich. Speichern. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir haben 15 Minuten gespielt. Ich werde das auf jeden Fall weiterspielen. Ich bin aber jetzt schon durch. Ja. Ne? Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich auf einen Daumen nach oben, Kommentar und ja. Bis zum nächsten Mal. Ich bin euer RicoDP. Haut rein.